Über 1000 Menschen legten Blumen auf das Grab des Diktators. An dem 70-Jahrestag des Todes von Josef Stalin versammelten sich einige Russen in Moskau. Der 70. Einige schwangen die roten Fahnen der Sowjetunion. Andere hielten Porträts des sowjetischen Staatsoberhauptes ab, der 1953 starb. Stalin kam Ende der 1920er Jahre an Macht, verwandelte die Sowjetunion in einen totalitären Staat, in dem ein Volkskult um sich setzte. Verteidigen Sie ihn heute noch und geben Sie an, dass er Sowjetunion zu einer Supermacht gemacht 1945 allein über Hitler gewonnen hat, auch wenn viele Historiker dies bestreiten. Rentner wollen Stalin zurück, die russische Regierung fordert jedoch zunehmend eine Rhetorik an Stalin erinnert. Die Verräter oder Agenten des Auslands zu verfolgen, sich dem Konflikt in der Ukraine widersetzen. Eine Figur des Diktators will erneut eine Figur wie Stalin an der Macht. Immer mehr Stalin-Statuen. Die Erinnerung an den Diktator ist besonders aktuell, da Konflikt Ukraine und in den westlichen Ländern Ukraine und westliche Länder russischen Präsidenten Wladimir Putin als Verbindung zum Stalin-Imperialismus angesehen wird. Einige erinnern auch die verstärkte Repression gegen Kritiker der Kreml der ehemaligen sowjetischen Methoden. Bisher haben die russischen Behörden nicht begonnen, Stalin-Denkmäler neu zu starten. Sie waren nach seinem Tod im Verlauf einer Destalinisierung abgebaut worden. Die Behörden gingen jedoch nicht gegen Aktivisten vor, oft mit Verbindungen zur kommunistischen Partei, die mehrere Jahre zu Ehren von Stalin mehrere Statuen eröffnet haben. 80. Jahrestag des Kampfes im Zweiten Weltkrieg in der Stadt, die früher Stalingrad genannt wurde. Aber die Unterdrückung ist nicht vergessen. Meine große Börse hat der Unterdrückung im Jahr 1945 nicht entkommen. Alles. Wir erinnern uns an Unterdrückung. Und natürlich ist es schrecklich zu sehen, was heute los ist.